geht die Runde jetzt los. Hey, was ist das denn? Ich bin da drin. Ich muss irgendwie aufmachen. Hilfe, hallo. Wer hat sich das denn ausgedacht? Und damit, hey Leute, willkommen zu einem weiteren Video. Heute 100 Euro Minigames Turnier. Eigentlich muss ich jetzt bestimmen, wer rausfliegt. Aber was ist denn das für eine Map? Ich muss hier raus. Was ist das denn jetzt? Irgendwie ist die Map nicht so durchdacht. Kann das sein? Was? Und jetzt? Hallo? Pass auf, dass du jetzt nicht stirbst. Okay, ich bin raus. Okay, ich bin dabei. Okay, wir sind natürlich jetzt ein bisschen spät dran. Jetzt kann es losgehen. 100 Euro Preisgeld heute gesponsert wieder von Rittersport. Wir haben eine eigene Gaming-Schokolade mit denen rausgebracht. Absolut krank. 100 Euro Preisgeld für den ersten. Jede Runde kommt der Beste weiter. Und das ist die erste Runde. So, ich darf entscheiden. Also, Creator-Code, Jo Jonas. So, wir sehen Virus 8-Bit. Wir haben hier einen Jean. Wir haben einen Crow. Wir haben einen Spike. Wir haben noch einen Crow. Wir haben einen Ho-Ho-Ho-Bow. Alter, die Skins sind absolut krank. WTF, wieso payt ihr alle so hart rein, bitte? Wo man sagen muss, man kann aber mit Starpunkten. Wir müssen uns echt ein bisschen beeilen. So. Okay. Wir müssen uns beeilen, weil der Poison kommt. Ich glaube, ich hau den B-Skin als allererstes raus. Tut mir leid, Clash Games heißt ja. Ich habe hier noch ein paar Cubes. Richtig geil. Und da muss ich ehrlich sagen, ich glaube, als zweites würde ich echt diesen Ho-Ho-Ho-Bow-Skin raushauen. Den finde ich auch nicht ganz so krass. Ghost Squeak ist eigentlich sehr cool, muss ich sagen. Und es sind eigentlich sehr ähnliche Skins. Das ist jetzt echt schwierig. Oh, kacke. Ich muss mich aber entscheiden. Ghost Squeak stirbt. Tut mir leid, du hast aber eh nicht gewonnen. Ich muss mich noch ein bisschen mehr beeilen. Boah, die Pins mal noch raus sind. Der ist ein bisschen langweilig, tut mir leid. Der Pin war auch nicht so gut. Haut mal eure Pins auch bitte raus. Ja, wenn keine Pins kommen, ist eure Chance, dass ihr stirbt, höher, ne? Dann habe ich den Crow als nächstes rauskommen. Der ist auch nicht so krass, der Pin. Da sind noch zwei Lord Spikes auch. Naruto, welchen Pin hat Naruto? Oh, ich muss mich echt beeilen. Okay, das tut mir leid, der Jean muss als nächstes raus. Oh, das ist echt schwierig. Wer soll als erstes gewinnen jetzt? Die haben einen ziemlich ähnlichen Pin. Ich glaube, ich mache jetzt hier 1 gegen 1. Ich glaube tatsächlich, ich gehe. Boah, der Pin ist aber nicht ganz so krass. Ich gehe mit ihm. Ich gehe mit Kasian. War natürlich ein bisschen lucky, dass er in der Mitte war, aber manchmal ist auch Glück dabei. Das Spiel ist Jeanette Sieg. Also, die Mordwisse müssen einfach weglaufen und ich muss sie töten. Also Jeanette. Das ist die Regel. Und ich kriege irgendwie Cubes in der Mitte. Keine Cubes nehmen, okay? Das ist eigentlich die Regel. Ziemlich einfach. Und wer zuletzt überlebt, gewinnt. Ganz einfach. Okay. Wir haben als zweites ein ganz besonderes Minigame. Heute spielen wir übrigens nur Minigames von Zuschauern, die von Zuschauern entworfen wurden. Wir sehen schon, alle haben Mortis. Und ich habe jetzt Jeanette. Und, gut, der läuft irgendwie nicht los. Das ist Gamer-Minion, der hat mich beim Pushen geholfen letztens. Hallo. Wir bringen unsere eigene Gaming-Schokolade zusammen mit Rittersport raus. Das ist die neue Ingame-Schokolade. Absolut krass, dass wir damit zusammen drauf hinarbeiten konnten und jetzt das Produkt in der Hand halten. So, wir packen das Ganze einmal aus. So sieht die Schokolade dann aus. Die Geschmackssorte ist Banane-Joghurt und soll Energie spenden beim Zocken. So, wir probieren gerade ein Stück. Ja, absolut geil. Ihr könnt euch unsere Gaming-Schokolade ab jetzt über den ersten Link in der Beschreibung bestellen. Schaut gerne vorbei, ist limitiert, also schlagt schnell zu, bevor die weg sind. Und danke an Rittersport für die Möglichkeit. Es war schon davor meine absolute Lieblingsschokoladensorte, Marc. Dazu machen wir ein Gewinnspiel. Ihr könnt extremst heftige Preise gewinnen. 20 mal Schokoladenpakete im Wert von 30 Euro von Rittersport. Dazu auch noch ja, Google Play oder iTunes-Karten im Wert von über 100 Euro. Wir haben aktuell erst so um die 10, 20 Teilnehmer. Das heißt, aktuell hättet ihr den Preis sicher. Also macht gerne mit. Ihr müsst dazu einfach nur einen TikTok posten mit dem Hashtag Rittersport Ingame und darin euer Lieblingsdeck, eure Lieblingskarte, euren Lieblingsbrawler oder eben einfach euren Lieblingsspielecharakter zeigen und eure Lieblingsrittersport dazu posten. Viel Erfolg! Die Chancen sind insane hoch, wirklich. Komm, ich ignoriere nicht den Disconnect gerade. Ich hoffe, er fängt sich leicht. Wenn nicht, müssen wir schauen. Also, es geht darum, ich muss alle Mortisse killen. Ne? Ziemlich einfach. Und wer als letztes überlebt, WTF. Was ist das für eine Map? Schaut mal ganz kurz, ich habe mir die jetzt nicht so vorgestellt. Wer als letztes überlebt, gewinnt das Ganze. Aber ich frage mich, wie ich die so finden soll. Ich dachte, das wäre ein bisschen leichter. Die dürfen weglaufen. Aber hä, ist das nicht komplett sinnlos? Oh mein Gott. WTF. Am Ende kommt es wahrscheinlich nur auf Luck an. Wir haben schnell. Okay, gut, ich glaube, Gamer Minion. Tut mir jetzt echt leid, du warst es lang genug rumgestatten. Ich muss jetzt auch mal. Habe ich wenigstens. Ah, schau mal, ich kann losfliegen. Stimmt. Ah. Aha. Aha. Ja, den habe ich den ersten. Zack. Nice. Ah, ich muss rumfliegen. Macht natürlich Sinn eigentlich, ne? Stimmt, der Fähigkeit. Ich muss halt erstmal die Ult kriegen. Das ist halt so die Sache. Oh, oh mein Gott. Naruto. Nein, er hat es geschafft. Jetzt doch nicht. Ich habe ihn. Ich habe ihn doch noch bekommen. Kacke, was ist denn, wenn ich sterbe? Jetzt so früh. Oh mein Gott. Schnell in die Mitte. Das wäre jetzt ein bisschen unlucky. Okay, müssen wir. Oh mein Gott, ich habe einen. Oh mein Gott. Ja, müssen wir so ein bisschen vielleicht auch in der Mitte so ein bisschen. Ist auch. Ist hier einer vielleicht noch? Hier ist kein Ausgleich. So müssen wir mit den Jump-Hits aufpassen, dass wir nicht auf die Jump-Hits gehen. Das ist nicht so leicht, ey. Das ist echt nicht so leicht. Okay, dann platzieren wir. Oh, dann warten wir jetzt mal ab. Ist hier einer? Hallo? Oh, wie smart er ist. Wie smart. Er ist direkt in den Teleport rein. War smart. Boah, es wird es. Halt, jetzt müssen halt alle in die Mitte reingehen, ne? Das ist halt so die Sache. Den kriege ich jetzt. Den habe ich jetzt als zweites. Der ist zu nah gekommen.
Und die müssen jetzt halt gleich langsam mal kommen, ne? Wir können das hier schon mal ein Gadget hinplatzieren. Na ja, gut, ich will mich jetzt nicht im Poison umbringen. Oh, jetzt geht's halt einfach drum, wer ein bisschen Luck hat natürlich auch. Es sind noch 3 Stück übrig. Ja, das hat... Oh mein Gott, wie smart! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin dumm. Oh, das war close. Das war sehr, sehr close, Alter. Das war eine gute Entscheidung, von ihm reinzugehen. Ich wollte es halt noch nicht extra, es war knapp. Also, drittes Minispiel. Ihr kennt das vielleicht, Boxerring. Es ist sauängstlich. Ey, 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 irgendwer greift an. Hey, man darf eigentlich nicht angreifen. Junge, er ist asozial und geht einfach rein. Was ist das denn für einer? Wir sind in der Mitte, wir sind safe. Es geht darum, dass man den anderen raus... Junge, er springt wieder rein. Was ist das denn für ein Asozialer? Man darf die Ult nicht mal nutzen, oder? Also auf jeden Fall darf man nicht zurückspringen. Er war ja eigentlich schon raus. Wir haben diesen komischen Toast-Typen mal da raus. Nein, das bin ich rausgeflogen. Hat mich dieser Kack-Toast-Typ rausgeworfen? Ich weiß es nicht. Egal, wir schauen mal rein, wer jetzt gewinnt. Ich würde gerne... Ja, der Toast-Typ ist raus, das weiß ich. Das interessiert mich jetzt nicht. Ich würde einfach gerne sehen, wer jetzt gerade gewinnt. Okay, schauen wir rein, schauen wir rein. Da, oh mein Gott, das sieht ja richtig geil aus. Also, keiner traut sich irgendwie reinzugehen. Die scheinen alle zu wissen, wie das Spiel funktioniert. Also, ich hatte jetzt keine Ahnung gehabt, was ich jetzt hier machen müsste. Also, die wissen irgendwie alle, dass sie... Keine Ahnung, ne, dass sie da irgendwie so hinlaufen mussten. Oh, jetzt gehen sie ein bisschen offensiver. Aber ihr könnt gerne so weiterspielen. Da gibt's aber mit E-Kommen und zwingen, irgendwas zu machen, schätze ich. Boah, es wird sehr, sehr spannend jetzt werden. Die trauen sich. Die Giftfolgen werden die jetzt zwingen, irgendwas zu machen. Safe. Safe Call. Passt auf. So, jetzt, also jetzt kommt. Da sind überall Giftwolken. Jetzt sieht so geil auch aus. Jetzt wirft der Erste. Es ist immer noch. Das gibt's doch nicht. Leute, am Ende, wenn alle noch im Ring stehen, dann was soll ich dann machen? Nicht killen. Ne, nicht killen. Ich greife jetzt an. Nee. Oder? Oder sollen wir den Besten mehr weiter? Also eigentlich müsst ihr euch rauswerfen bei dem Spiel. Jetzt ist einer. Oh, er hat angegriffen. Hallo? Hallo? Oh, nächster Wurfversuch. Oh mein Gott, was geht jetzt ab? Die killen sich gegenseitig. Was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Sind wir einfach angegriffen? Oder geht das so bei dem Spiel? Aber wir hätten eigentlich gesagt, nicht angreifen. Ich glaube, wir müssen einfach sagen, dass wir keinen weiterlassen. Oder was machen wir denn jetzt? Ja, weil das gerade eben war jetzt halt dumm. Also, wir machen jetzt Wiederholung, aber jetzt dürfen alle angreifen. Das ist natürlich jetzt ein sehr interessant, aber es ist halt fair, würde ich sagen. Weil gerade eben hat es halt keiner geschafft, am Ende zu überleben normal. Ich muss mich ein bisschen raushalten vielleicht. Also ich meine, mich müsst ihr eh eigentlich ignorieren, weil ich bin ja eh egal. Ich bin eh tot egal, okay. Es kommt jetzt drauf an. Es kommt wirklich drauf an, weil ich bin ja eh egal. Ich bin ja eh schon der Kommentator, ne, ist ja egal. Nein, ich verpasse alles. Hilfe, ich will zuschauen. Ich will zuschauen, wer gewinnt. Hier, jetzt sehen wir es, okay. Oh, da geht einiges ab, da geht einiges ab. Logan ist auch noch im Start, mein Wort. Der muss jetzt hier healen, aber er schafft es nicht ganz, er schafft es nicht ganz. Oh, die haben sich er hat gewonnen, oder? Sekunde mal, er hat noch nicht, aber er gewinnt doch, weil die anderen werden im Poison sterben. Glückwunsch. Ja, die werden, das war's. Also außer er ist jetzt dumm und springt natürlich rein. Er geht ja gar nicht, nee. Er hat gewonnen, Glückwunsch Hamburg. Du hast es. Das war stark, das war sau stark. GG's. So, wir haben einen Shelly-Speedrun, ne? Alle müssen Shelly nehmen. Ihr dürft eigentlich mal dieses Gadget nehmen, würde ich mal schätzen. Darf man das Bus-Sketch? Oder ich glaube, es sind eh keine Büsche drin. Ich nehme einfach das Bus-Speed-Dings. Ne, schießen natürlich ist also eh egal. Und ja, und das hier würde ich dann nehmen. Es ist der allererste Shelly-Speedrun. Ich habe sowas noch nie gemacht. Da haben halt alle dieses Gadget, ne? Keine Ahnung, wie ich es am besten nutzen soll. Ich hoffe, wir heben uns das mal smart auf. Smart. Oh Gott, das war ein Teleporter. Oh mein Gott. Da war irgendwo ein Teleporter. Das ist schon der erste zurückgeworfen worden. Jetzt müssen wir ganz arg aufpassen mit den. Es passt mit den Jump-Pads. Wir sind gut dabei. Wir sind sehr gut dabei. Okay, jetzt will ich auf jeden Fall nicht in den Teleporter reingehen, glaube ich. Und auch nicht aufs Jump-Pad. Oh mein Gott. So, irgendwas ist... Oh mein Gott, wir sind gut dabei, der ist zurückgefallen. Wir sind halt auch verlangsamt. Ah, man kann auch natürlich mit dem Dash... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich hab's nicht gesehen, ich hätte drüber gehen können. Oh mein Gott, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Ich glaube, wir dashen jetzt mal, weil wir smart sind. Okay, und jetzt? Jetzt können wir eigentlich gut durchlaufen, das ist gut. Das ist in Ordnung. Hat gepasst, wir sind... Oh, wir sind Platz 4 jetzt, wir sind Platz 4. Oh mein Gott, das ist echt... Ich weiß halt nicht, wo das Ziel ist. Der Speedrun ist echt gut gemacht. Oh, ist der Teleport gut? Ja, der Teleport ist gut. Der ist wichtig. Ja, Mist, sind wir zu spät dran. Egal. Und die da hinten sind schon tot. Junge, wie geil. Die sind schon tot. Jetzt nicht auf das Jump-Pad, da werden wir zurückgeworfen. Ganz krass. Sehr gut. Ist da das Ziel? Ne, noch nicht. Es geht noch weiter. Okay, gehen wir durch. Gehen wir durch. Boah, Leute, das wird jetzt echt spannend werden, auf welchem Platz wir landen werden. Ist das das Ziel? Ich weiß es noch nicht, wo das Ziel ist. Wir müssen es vielleicht mal auch jetzt... Komm, wir dashen jetzt mal. Mist, der Dash war, glaube ich, hätten wir uns sparen können. Die hätten wir früher setzen sollen. Der erste ist, glaube ich, im Ziel, oder? Wir werden es am Ende schauen, wer gewonnen hat. Ne, es geht noch weiter, es geht noch weiter. Oh mein Gott. So ist es, hier muss außen rum noch. Oh mein Gott, Alter. Keiner ist im Ziel. Wir sind Platz 4 aktuell weiterhin solide, ne? Kann man nichts sagen, auf jeden Fall. Wir dashen jetzt hier. Wir dashen jetzt hier. War vielleicht dumm, egal. Oh mein Gott, Alter. Oh, wir dürfen jetzt nicht sterben, wir dürfen jetzt nicht sterben. Kacke. Ich habe auch keinen Dash mehr übrig. Nein. Oh, los, egal, wer hat es geschafft? Master, nee, wie heißt der? Ju heißt der, nicht Master. Aber wir sind Platz 4 geworden, also kann man echt nichts sagen. Aber geiles Minigame. So, nächstes Minigame. Alles ein Tick außer einer, der Jesse.
Und die will jetzt ganz viele Cubes haben. Und da müssen wir dem Geschütz ausweichen. Ich liebe dieses Minigame. Richtig gute Idee nochmal. Aber da ist schon ein paar kreative Games heute dabei. Bin ich geil. Nicht in die Schüsse rein, auf ein Hallo. Ist Jesse? Hallo, Jesse. Hallo? Geht's dir gut? Keine Ahnung. Na, falscher Teleport. War der falsch? Oder bin ich dumm? Nee, der war nicht falsch. Ich bin dumm irgendwie. Ich bin der Einzige, der das Minispiel gerade nicht checkt, Alter. Ich glaube, ich kann einfach jumpen, oder? Ja, okay, ach so, das geht, okay. Das geht. Dann mal, let's go. Das Geschütz wird jetzt reingeplatziert hier. Ihr seht das jetzt hier. Und jetzt geht's. Oh mein Gott, ihr seht das schon. Kann ich die Cubes einsammeln? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube schon, ne? Oh mein Gott, Alter. Hä? Es sind schon alle tot außer mir? WTF. Also, ich hätte easy geworden. Ich war der Einzige. Nach wenigen Sekunden waren alle tot, außer ich. Aber wer war Zweiter? Wir müssen mal die Wiederholung ganz schnell anschauen, weil das ging zu schnell, finde ich. Hä, das ging. Hier, da waren noch 10. Und dann kam das Geschütz. 1, 2, 3, 4. Was zur Hölle? Hä, das waren nicht mal 10 Sekunden, bis alle tot waren. Ich bin einfach in der Ecke geblieben. Alle sind einfach im Instant weg gewesen. Wir sind in Runde 6 von 9 übrigens. Ihr seht oben rechts die Einblendung, in welcher Runde wir sind. Also noch 4 Runden, also 6, 7, 8, 9 bis zum Finale. Und dann geht's um 100 Euro Preisgeld. Okay, dann wie geht das jetzt? Ich glaube, alle müssen Frank nehmen, außer zwei Leute, die halt nehmen Baby, oder? Soweit ich weiß. Ja. So, alle Franks in die Mitte. Er hat's nicht gecheckt, er hat verkackt. WTF. Ich habe auch. Sekunde, neue Lobby, ich habe verkackt. Tut mir leid, ich bin eine Bibi. Ist mir gerade gar nicht aufgefallen. So, nochmal alle neu. Ihr habt gesehen, wie das Minigame funktioniert, ne? Tut mir leid. Okay, neuer Try. Ich muss jetzt nach außen, ne? Also, sechste Runde. Schau mal, ich muss erstmal die Ult aufladen, oder? Ah, die kann man gegenseitig aufeinander aufladen, stimmt. Geht eh klar. So, ich gehe rüber jetzt, ne? Also. Jetzt geht's darum, wer am längsten überlebt mit den Bubbles. Boah, was habe ich jetzt gemacht? Schau mal, aber einer hat die Pam. Wieso hat einer Pam genommen, by the way? Das ist nicht. Oder müssen wir auf dieselbe Seite gehen? Ich weiß es nicht, egal. Wir schießen erstmal los. So. Bubble trifft, sehr gut. Ich glaube, die Pam ist sowieso disqualifiziert. Aber ich glaube, die schafft's doch sowieso nicht, oder? Weil Pam, wenn er die Healing Station einsetzen würde, wäre es ja mega los. Ich glaube, ich muss rüber, oder? Dass wir auch beide die Bubble die ganze Zeit haben. So, nice, let's go. Ich glaube, so müssen wir es eher machen. Ja, sehr gut. Wir müssen gut treffen. Er ist aber echt nicht so leicht, hä? Hilfe. Jetzt hab ich gut getroffen. Jetzt ganz, ganz. Ich muss halt so gut es geht die Bubbles treffen. Und dann habe ich direkt die nächste. Es dauert aber ewig, mir die nächste zu kriegen. So, zack. Am besten so, dass ich die ganz schnell wieder kriege. Immer direkt schlagen, würde ich sagen. Wir dürfen ihn halt nur nicht killen aus Versehen. Das haben wir ein Problem. Sehr gut, jetzt haben wir ein gutes Streak. Jetzt so. So machen wir gut Druck. Ja, jetzt. Jetzt. Es ist fast keiner raus. Was machen wir denn da? Oder ich bin gerade eher zu. Oh, die also habe ich jetzt verkackt. Ich darf ihn nicht killen. Oh mein Gott. Nein. Hä, wir killen ihn nicht. Wie schlecht. Kann sein, dass ich einfach zu schlecht für das Minigame bin? Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Ich muss ihn ja sonst killen können. Hä? WTF. Nein! Knapp, ich ihn fast gekillt gerade. Aus Versehen. Das gibt's doch gar nicht. Die sterben nicht. Was mache ich denn jetzt? Hä, ich bin echt... Der denkt sich auch so, WTF. Bin ich zu schlecht oder woran liegt das gerade? Ich meine, ich weiß halt nicht, was ich machen soll. Oder hätte ich von der anderen Seite vielleicht auch kommen müssen. Okay, die haben zu viel Leben, keine Chance. Dann lass mal andere Brawler nehmen für die zweite Runde. Lass andere Brawler für die zweite Runde nehmen, wir sind zu schlecht. Hey, wir kriegen die nicht down, keine Ahnung. Schreib mal rein, ob ich irgendwas falsch mache. Ja, also auf jeden Fall, keine Ahnung. Also, war die Wand oben offen? Das habe ich jetzt nicht... Ach, dann wird es natürlich Sinn machen, dass deswegen die Bubble dann nicht mehr abgebounced ist. Die Wand oben... Oh mein Gott, hat die Wand aufgemacht. Och, Digga, warum das denn? Ja, können wir direkt wiederholen dann. Perfekt. Ach, warum macht man die Wand auf in einem Minigame? So, ganz kurz, wir schauen mal ganz kurz, woran es gelegen hat jetzt. Dann nehmen jetzt mal einfach alle, würde ich sagen, vielleicht einen anderen. Hä, hat er echt aufgemacht? Ja, dann lass mal alle Frank bleiben. Na gut, dann geht's natürlich nicht mehr. Wer war das denn? Ja, okay, aktiver Löwe, bitte raus. Let's go. Ich hoffe, es wird jetzt einfach funktionieren. Ich komme direkt nach. Auf geht's. Ich hoffe, es klappt. Er hat Bull genommen. Was? Warum denn? Und der andere hat immer eigentlich noch Pam genommen. Also Leute, also ich weiß auch nicht, was mit YOLO los ist. Du hast das Pam eigentlich auch... Oder hast du wirklich keine Frank? Wir wissen es nicht. Ich hoffe, es... Er hat Ems genommen. Aber jetzt sehen wir, wie es eigentlich funktionieren sollte. Es ist unglaublich. Die Bubbles sind absolut am Eskalieren. Die Wände sind auch nicht aufgemacht worden. Und jetzt können wir es eigentlich easy gewinnen. Oh mein Gott, aus... Oh, Fort darf jetzt nicht sterben nur. Aufpassen, sehr gut. Oh, jetzt überleben sie aber gerade gut. Das ist echt gerade kritisch. Dann mal hier irgendwie die Ult aufladen. Oh, die derbt schon gerade richtig gut. Oh mein Gott. Hä, wir kriegen die gerade irgendwie nicht. Total schwierig. Oh mein Gott, es sind noch 5 Franks am Leben, ne? Keine Ahnung, wie ich die kriegen soll. Hä?
keine Ahnung. Also irgendwie bin ich fürs Minigame zu schlecht, kann es sein. Was machen wir denn dann, wenn alle noch am Leben sind? Ist von beiden Seiten mal? Nee, die kriegen wir nicht down. Keine Ahnung, jetzt vielleicht mal. Jetzt komm. Druck. Druck. Druck ausüben. Druck ausüben. Jetzt. Jetzt. Oh, jetzt haben wir gerade sehr viel. Das fahren wir gerade sehr gut. Oh, jetzt sieht es sehr gut aus. Oh, jetzt. Oh, jetzt. Oh mein Gott, wir schaffen es gerade. Wir schaffen es gerade. Was ging hier jetzt? Ach, wir haben es. Einer noch. Einer noch. Einer noch. Oh mein Gott. Einer noch. Oh, ich glaube, der wird es schaffen. Der wird es aber, glaube ich, schaffen. Dann wird er wahrscheinlich jetzt gewinnen. Außer wir killen ihn noch. Dann hat Ford gewonnen. Einer hat es geschafft. Ein einziger hat es geschafft, so wie es aussieht. Ja, den jetzt zu killen ist halt schwierig, weil wir die Bubbles auch nicht so schnell aufladen können. Junge, Glück gehabt, ne? Der hat's. Oh, jetzt hab ich verkackt mal. Der ist auch nicht Partei, ich versuche ihn schon anzustrengen, aber es ist halt echt schwer. Zack. Ja, nee, der hat das. Der hat das. Feier Glückwunsch. Verdient. Der hat's als einziger geschafft zu dodgen. GG's. Feier im Finale. Krass. Okay, blinde Piper. Dann lass doch mal wieder einen anderen Brawler in die Mitte stellen, dass es spannender ist. Ich darf in den Brawler aus. Aber dann darf ich bitte schießen. Ich will schießen. Ja, ich will schießen, komm. Das hat's so nicht gegeben. Wieso hat der. Ach, doch, Piper. Okay, dann. Aber wieso hat der Piper genommen? Hä? Ja, das ist dann falsch. Ja, falsch. Alle angreifen hatten. Also, Elias nochmal. Also, ich. Also, du kannst gerne auch den Tick. Also, du musst in die Mitte gehen. Aber wir hatten gesagt, Tick in die Mitte. Also, alle sollten so oder so Tick nehmen. Und eigentlich wollte ich in die Mitte. Nochmal probieren. So, Elias, willst du in die Mitte? Muss ich cubed oder ich gehe in die Mitte? Entscheide ich? Ich soll in die Mitte, okay. Oder wie? Dann gehe ich in die Mitte, alles gut. Nur so wenig Cubes? Sind so wenig auf der Map? Okay. So, dann muss ich Angst, alle Cubes bitte einmal nehmen. Okay, also wir sind in der 7. Runde. Wir machen zum allerersten Mal ein Spiel, was es noch nie gab. Ey, nicht angreifen ist verboten. Und zwar machen wir blinder Tick. Und wir legen direkt los mit dem ersten Schuss auf. Ich schieße nicht erstmal hier rein, würde ich sagen. Also, ob wir da keinen. Jetzt haben wir einen getroffen. Oh mein Gott, Alter. Kann es sein, dass es absolut lost ist? Doch, wir können noch einen Kopf reinwerfen. Stimmt. Den ersten haben. Wir müssen natürlich immer ein bisschen drauf spammen. Oh mein Gott, der Arme. Nein. Er sieht das Ende und er hat es ja keine Chance. Oh je. Ey, das ist übel die geile Idee ja eigentlich. Nicht rauslaufen bitte, ne? Das ist natürlich nicht erlaubt. Oh mein Gott, wir haben so viel getroffen. Jetzt noch einen Kopf nach und noch rein spammen. Ist da niemand mehr? Doch, da ist noch einer. Jetzt nochmal rein spammen. Den kriegen wir. Ja, ich wusste es. Ist noch. Ja, wir treffen schon ganz gut. 5 noch am Leben. Oh, nimmt die Cubes. Das ist mal, das darf man, ne? Die Cubes nehmen. Das ist eh zwar, weil ich kann eh nicht so leicht Kills machen. Das ist schwierig, wo ich hinschieße. Ich meine, eigentlich kann ich so eine riesige Fläche abdecken. Ich muss doch da irgendwen treffen. Dann sind die ja dort wahrscheinlich, schätze ich mal. Ich treffe, als ob ich mit 6 Tick-Schüssen keinen treffe. Wir warten mal, bis wir Schüsse haben, dann spammen wir jetzt hier rein. Stopp, man kann es sein, dass ich in die Ecke reinkomme. Ich stehe die gerade alle in der Ecke und warten. Nee, da sind die auch nicht. Oh mein Gott, Alter. Egal, der Poison wird sie reindrängen am Ende. Da unten habe ich gerade einen gesehen. Er ist schon gut. Ach, Digga. Ich dachte, ich würde die easy killen. Was ist denn das jetzt? Okay. Ich glaube, wir müssen echt auf die Giftwolken ein bisschen warten. Ich treffe die aber irgendwie gerade gar nicht mehr. Egal, die müssen jetzt gleich reinlaufen, dann kriegen wir die besser. Jetzt, da oben. Da oben können wir bestimmt schon mal ganz gut. Da ist aber keiner. Da war einer, da war einer. Jetzt, da bleibe ich drauf. Und den Kopf nach. Ja. Oh ne, ich hab nicht. Ich muss ihn jetzt wohl kriegen, das kann nicht wahr sein. Und da, dass ich so auf dich gefokust bin, aber ich sehe ansonsten gerade keinen. Muss wieder in den Busch mal laufen, lieber. Hat's geschafft, Alter. Nein. Oh mein Gott, wer gewinnt denn jetzt? Es kommt sehr auf Zufall, dann sind alle ab. Oh mein Gott, Alter. Sollen wir ins. Hat es er gewonnen? Wie machen wir es jetzt, Chat? Hat es Max gewonnen? Was sagt ihr? Das war nicht. Also, wir machen, glaube ich, nie wieder blinder Tick. Das war zu lost. Runde 8 von 9 fürs Finale. 2 Runden noch zu gehen. Auf geht's, Leute. Machen wir mal einen schönen Skin. Ich mag ihn sowieso. Wobei, haben wir noch einen krasseren Skin? Weil ich den eigentlich echt schon sehr cool. Wahltonite ist, aber ich nehme, glaube ich, lieber den Bären. Der ist witziger, glaube ich, auch zum Jagen. Dann lassen wir auf jeden Fall Stun-Gadget nehmen und Hyperbär. So richtig auf Aggression. Und noch Schnelligkeit. Und noch, ja, eher Schild, wobei es eh nichts viel bringt. Wir können ihn nicht hüllen. Das ist vielleicht auch nicht. Wobei, enthüllen, glaube ich, nicht. Machen wir. Wobei wir eh keinen Schaden kassieren sollten. Also machen wir mal enthüllen. Okay, probieren wir es. Alle müssen Tick nehmen. Stopp mal kurz. Also, ich muss auch jetzt in die Mitte, oder? Ich dachte, das sind Kisten oder so. Sind das keine Kisten? Okay, also wir haben das. Ja, doch. Das sind 2 Kisten. Okay, also ich dachte eigentlich, das sind. Ach doch, das sind ein paar Kisten, aber nur so 4. Okay, wir sind Nita. Und wir haben nur Ticks und die müssen von meinem Bären jetzt weglaufen. Ah, danke für die Hilfe. Das ist korrekt. Wenn es die Hilfe sein sollte. Ich hoffe, das war jetzt kein Angriff auf mich. So, auf geht's. Wir brauchen aber erstmal den Bären dafür. Sehr gut, danke. Ich brauche noch einen Schuss. Und dann könnt ihr gleich loslaufen. Ich weiß nicht, warum einer schon tot ist.
So, jetzt los. Ich warte ein bisschen. Alles gut? Auf Dreck? Ich warte es extra. Aber korrekt, dass ihr in die Mitte gekommen seid. So, ich zähle bis 5 noch. 1, 2, 3, 4, 5. Let's go. Okay, ich gehe los. Und der Bär legt los. Eigentlich ein ziemlich passives Spiel. Dürfen wir das Gadget drücken, ist höchstens die Frage. Wir lassen es aber erstmal, würde ich sagen. Der geht jetzt auf Ticksuche. Und die Map ist schon relativ klein. Wo geht denn jetzt der Bär hin, ist die Frage. Oh je, ich hoffe, der stirbt jetzt nicht am Poison. Das haben wir echt ein Problem. Der läuft nämlich echt ziemlich... Oh mein Gott, wo läufst du lang? Oh mein Gott. War es halt ein bisschen lang, bis wir die Ult hatten, weil irgendwie alle weggelaufen sind. Der Bär ist auch, glaube ich, ziemlich schnell, ne? Junge. Der Bär ist mal wieder komplett lost. Hallo? Da! Der erste war Dynamike. Nehmen wir noch den Cube, dann haben wir noch ein bisschen mehr Leben, auch für den Bären. Ah, der geht nicht hoch, schau. Nein, nicht, bring dich nicht um. Nein. Nein! Wo läuft er denn hin? Ich sehe ihn gar nicht mehr. Oh, der Bär darf jetzt noch nicht sterben. Das ist ja echt ein Problem bei dem Minigame. Oh, nein. Nein! Er überlebt. Okay, sehr gut, alles gut. Ich lasse kurz die Ult auf, ich hoffe, es geht klar. Einen Schuss nur. Ich muss nur kurz die Ult aufladen, schon mal für den nächsten Bären. Weil der ist schon fast tot. Ja komm, das schaffe ich aber, glaube ich. Ja, jetzt habe ich auch die nächste Ult im Notfall. Sehr gut, jetzt geht's ab. Oh mein Gott, es sind noch 6 Ticks am Leben. Die haben alle so Schiss vor dem Bären. Oh mein Gott. Leo. Junge, noch 6 Stück. Es sind jetzt alle so eng. Oh, der Bär. Ich mache gleich einen Stun. Und Stun. Oh mein Gott, der Bär. Ich weiß einfach, ich muss den Stun nutzen. Ansonsten, die Zone ist schon gleich da. Und Stun. Oh, daneben. Oh mein Gott. Ich muss es aber eigentlich an. Oh mein Gott, wer gewinnt. Oh. Ah, da hat einer ein Gadget gedrückt. Kacke, was machen wir denn jetzt? Ich schaue mal, wer am weitesten vom Bär weg war. Wir schauen es einfach, oder? Aber hat auf jeden Fall ein Gadget jemand gedrückt gehabt. Das war natürlich asozial. Das geht natürlich nicht. Okay, schwer zu sehen, ne? Gookie ist noch am Start. Ecke, Sally. Ich glaube, es ist noch einer raus. Ecke ist raus, ne? Ja. Sally. Jetzt habe ich es nicht gesehen. Also, Sally hat gedrückt. Jetzt muss ich schauen, wer besser weggelaufen ist. Ja, Skiller war vorne. Skiller war vor Gookie. Der war ein bisschen weiter weg. Dann hat Skiller gewonnen. Glückwunsch. War knapp. 9 von 9. Letzte Runde. Wir kommen als letztes ins Finale. So. Dann lass mal probieren, ne? Haben wir Heal an. Schild lieber. Wir können Schaden machen. Gadget das da. Probieren es. Und dann ist das Finale gleich. Also wir machen es folgendermaßen wieder. Wir machen vielleicht so 3 Runden. Erst Viertelfinale, dann Halbfinale und dann Finale. Okay, auf geht's. Ey, ich bin fast tot direkt. Wer einen killt, ist auch raus, ne? Okay, letzte Runde vom Finale jetzt. Hilfe. Oh, ich hätte ihn fast gekillt. Oh mein Gott, ich habe Glück gehabt gerade. Ich hätte mir die Runde wiederholen müssen, nämlich wenn ich einen gekillt hätte, glaube ich. Das wäre auch asozial für den gewesen, ne? Okay, probieren wir es. Ich brauche es halt dringend. Okay, ich habe meine Ult. Wenn ich jetzt verkacke, dann bin ich absolut schlecht. Ich hab's, glaube ich. Ich hab's geschafft, Alter. Ich dachte schon, ich würde... Ich habe keinen Kill gemacht. Ich weiß nicht, aber es war... Ich weiß nicht, wer es gemacht hat. Hatten wir gerade gesehen. Das war so ein bisschen auch meine Schuld. Ich glaube, er hat einen Kill gemacht, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe nichts gemacht. Ich habe keinen Kill gemacht. Ich hätte auf jeden Fall trotzdem mich schießen sollen in der Sekunde, glaube ich. War nicht so smart. Wir müssen es... Schaffen wir das? Oh, das ist eine schwere Map. Ich komme gar nicht weiter. So jetzt. Alter, ich bin so bad. Wir geben nicht auf. So. Nee, das war shit, oder? Nein, ich hab's geschafft, aber jetzt bin ich ganz alleine. Das macht's auch nicht wirklich besser, oder? Weil der Poison-Teller außen ist gleich. Der nächste Sprung ist relativ easy. Vielleicht können wir noch weiter mal schauen. Ich weiß nicht, wer gerade gewinnt. Also wir gleich in der Wiederholung sind schauen. Ja, okay, komm, das haben wir sowieso nicht mehr. Ich war zu langsam. Dann mal schauen, wer gewinnt. Ich hab komplett verkackt. Oh, ich glaube, einer hat es schon geschafft sogar. Müssen wir die Wiederholung gleich mal anschauen. Also im Finale sind bisher Skiller, Max, Fire, Luke, Ju, Hamburg, Kuhl und Kasian. Wenn einer von euch Minigames hätte, wäre es korrekt. So, wer hat jetzt gewonnen? Wir schauen uns hier die Wiederholung an. Junge, WTF. Ist er so weit vorne? Alter, okay, wir sehen, wer gewinnt jetzt. Ich denke, er wird es geschafft haben wahrscheinlich. FS-Gamer. Nein, er hat sich vorbeigerollt. Oh mein Gott, Max Blaze hat es wieder geschafft. Den wir schon so oft dabei hatten. Schaut euch das an. Hier, der andere war schon längst da und Max Blaze hat direkt die Ult aufgeladen und ist direkt geschafft. Oh mein Gott, das war clean. Glückwunsch, Max. Ich hab dich schon geedit, ne? Ach so, dann würde ich einfach Max nehmen, weil der hat eher viele Minigames. So, wir kommen jetzt zum großen Finale. 100 Euro Preisgeld in Brawl Stars.
Minigames. Also, Ember Daryl Game, wie genau? Ich glaube, ich bin. Dann bin ich Ember und die restlichen sind Daryl. Also, die ersten drei würde ich. Oder die ersten drei scheiden aus. Also die zuerst sterben, natürlich. Alle müssen Daryl nehmen, bitte. Und ich bin die Ember. Also, wir sind im ersten Viertelfinale. Die letzten drei scheiden aus. Es wird absolut episch werden. Ich kriege die ganzen Cubes als Ember, die kennt das Spiel vielleicht, ne? Es wird geil werden. Auf geht's, okay. 17 Cubes, also das Ganze noch folgendermaßen. Ich bin jetzt hier immer in der Mitte. Die ersten drei, die jetzt sterben, werden ausscheiden und der Rest ist im Halbfinale. Auf geht's. Ich glaube, ich muss das Jumpet nehmen, denke ich. Ich will es auch nicht parteiisch sein, ich stelle mich in die Mitte und ich auto-aime einfach. 3, 2, 1, go. Okay, wo zielt Ember hin? Auf Kasi an der Arme. Ich auto-aime nur. Ich mache hier nichts außer auto-aimen. Okay, wir warten wieder kurz. Der erste ist weg. Einfach Mitte und Auto-Aim. Ey, nicht gegenseitig killen, das ist nicht in Ordnung. Wir hauen gleich die Ult raus und schießen mit Auto-Aim drauf. 3, 2, 1, go. Oh, wird irgendwer getroffen. Und es ist wieder einer gestorben. Max als zweiter raus. Nicht killen, bitte nicht killen. Ja, nicht gegenseitig killen. Wenn einer einen anderen killt, dann wäre es natürlich auch entschieden, dass der gekillt hat, halt raus ist, ne? Einer noch. Und go. Oh, Skiller wird getroffen. Entschieden. Juice raus. Der Rest ist weiter. Könnte ich jetzt gegenseitig killen? Wir haben das Halbfinale entschieden. Glückwunsch, der Rest ist im Finale. Das ist krass. Max, Kasian und der allerechte Ju, bitte einmal raus. Wir haben das Tick-Mobbing. Wie genau geht das denn jetzt? Das hört sich geil an. Wie funktioniert das Minigame jetzt im Halbfinale? Bitte einmal erklären, Max, ich kenne das nicht. Ah, du Mr. P, danke, nimmst alle Cubes. Der Rest Tick, alle müssen Tick nehmen sonst. Holst deine Ult und kannst drei Gadgets placen. Die dürfen nicht angeschossen werden. Ach so, also ich muss praktisch die Station kriegen und nur mit Mr. P oder muss ich nur mit Gadgets killen? Nee, du holst deine Ult. Also, okay, also alle müssen von dem Pinguin weglaufen, finde ich geil. Machen wir das dann. Und machen wir das mal, dann ist es auch stärker direkt. Okay, und noch Schaden und Schild. Let's go. Achso, stopp, bevor wir anfangen, festlegen. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die letzten zwei scheiden aus, bitte. Die letzten zwei scheiden aus. Auf geht's. Wir sind im Halbfinale. Das Spiel habe ich noch nie gespielt. Das heißt Tick-Mobbing. Das heißt, alle haben Tick außer mir und ich muss sie halt praktisch mobben. Ne? Ich brauche erstmal eine Ult dafür. Leute, ich brauche meine Ult dafür. Danke, Germanmini, du bist korrekt. Das kann nicht funktionieren. Ich brauche erstmal meine Ult dafür, dass wir das Game. Größter Ehrenmann. Hey, wie bist du ins Finale gekommen, Germanmini? Hä? Hast du das Free-Ticket bekommen, oder wie? Bist du das erste reingejoint? ETF. Leute, wir legen los, der Poison kommt schon. Wir haben jetzt 19 Cubes. Das Ganze funktioniert folgendermaßen. Wir platzieren die Ulten, dürfen unsere Gadgets nutzen und die Ticks müssen davor weglaufen. Und die letzten zwei scheiden mal wieder aus. Ich würde sagen, wir platzieren die erste Station. Und wir legen los. Wir dürfen aber nicht direkt angreifen. Also wir dürfen nur das Gadget halt wieder nutzen. Aber wir dürfen die halt nicht mit unserem Koffer halt treffen, ne? Da oben sind die. Der hat 10.000 Leben. Der ist auf komplett Aggression, der Ding ist der Pinguin. Komm, wir legen mich mal los und bringen direkt noch einen Pinguin rein. Wo läuft der denn jetzt hin? Der greift an, der erste ist raus, Luke. Okay, wir haben es gar nicht gesehen. Hier, die Pinguine gehen komplett ab. Das ist ein geiles Spiel. Jetzt hier extrem schlecht, oh mein Gott. Boah, der hat jetzt richtig Ass, Angst. Oh, 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 er hat sich gegen Teleport entschieden, okay. Ich bin jetzt mal fair, ich bringe jetzt hier mal hier noch hier ein Dings hin, ein Pinguin. Oh, da musst du weglaufen. Oh, es schafft es aber. Wir sind mal fair, wird sowieso schon verfolgt. Wir übertreiben jetzt nicht. Wenn er es schafft, hat er es verdient, dass er überlebt. Aber oh mein Gott, das ist zu knapp. Das ist zu knapp. Dann machen wir mal hier ein bisschen Druck. Hier noch ein Pinguin. Oh mein Gott, wer stirbt zuerst? Wer stirbt zuerst? Da! Cool Kicker. Oh mein Gott, der hat richtig reingesniped. Ich fass es nicht. Junge, was will das denn jetzt? Egal, ist er eh schon entschieden, glaube ich. Junge, das war ein geiles. Was machen wir fürs finale Spiel? Nochmal Blinde Piper wird sich gewünscht von mehreren. Okay, lass es gerne machen. Einfach den Klassiker Blinde Piper im Finale. Let's go. Gerne auswählen, Max. Ich nehme schon mal Piper. Ich muss alle Tick nehmen. Finde ich eigentlich eh ganz gut fürs Finale. Und mach mir Blinde Penny fürs Finale einfach, komm. Ist immer ein bisschen was anderes. Dass ich auch Streuschaden mache, das wäre witzig. Range ist zu knapp. Bringt nichts. Wenn schon ein blinder Nani höchstens. Dann lass ich mal Blinde Piper machen. So, wir legen los mit dem großen Finale. Wir machen das wirklich mit Blinde Piper. Wurde sich vom Chat gewünscht. Es ist natürlich ein bisschen random. Es wird absolut episch werden. Wer auch immer jetzt raus wird, wird sich so aufregen. Ich hoffe, wir werden es im ersten Try auch gut durchbekommen. Dass wir jemanden treffen. Langsam auch Gadgets und so. Alter, wo ist jetzt hier? Hier, okay, da geht's rein. Und damit geht's los. Auf geht's. 3, 2, 1. Oh, schieß nach oben. Da ist keiner. Okay, keine getroffen. Legs, egal. Hier, zack. Da. Keiner. Oh mein Gott. Da. Oh mein Gott. Es sind halt noch vier übrig, ne?
Da, nein. Da. Dann da. Ja! Gamer Minion Volltreffer, der Arme. Er ist raus. Es geht halt um so viel Geld, ne? Ist halt auch. Ich kann es ja zu berechnen, ein bisschen leid. Oh mein Gott. Drei noch übrig. Es ist halt auch Glückssache. Kann jetzt auch nicht sagen, dass man es irgendwie dann auch. Dass die anderen sich verdient gehabt hätten. Ist halt Bullshit. Ist halt Glückssache. Da kann man es nicht sagen, ich habe besser gespielt, ne. Wobei, vielleicht kann man schon was machen. Ich weiß es ja nicht. Aber ich glaube eher, dass es wirklich Glückssache ist. Komm jetzt hier. Boah. Vielleicht muss man noch eine zweite Runde sogar machen. Das gibt's doch gar nicht da. Kriegen wir noch einen raus? Ansonsten sind alle drei gleich. Wenn die sichtbar werden, würde ich sagen, ist vorbei. Oh, oh. Ja, okay. Ich würde sagen, wir machen noch eine Runde. Komm. Speedgear am besten ausmachen, stimmt, wenn es geht. Wie ihr wollt. Okay, ihr könnt auch Speedgear nehmen. Okay, neuer Versuch fürs Finale. Es gibt's echt nicht, ne? Komm, wir schießen direkt rein. Oh mein Gott, Max ist raus, Junge. Max, GG's, ne? Ist der Map-Ersteller. Das gibt's ja nicht. Wir schießen und treffen direkt einen. Und wir haben noch einen, wir haben einen Gewinner. Du hast ein krankes Finale. Damit Glückwunsch an extrem schlecht. Vielen Dank fürs Zuschauen. 100 Euro Preisgeld. Danke nochmal an Rittersport fürs Sponsoren vom Ganzen heute. Und schau noch gerne im Abstand vorbei. Lasst ein Abo da für weitere Folgen. Bis zum nächsten Video. Geiles Finale. Ciao.